würde mal interessieren, was das Level-Maximum ist bei denen. Gut, und dann können wir mit denen eigentlich... Das ist die Frage, wenn ich jetzt hier abhau, kommt der bestimmt zurück. Ne, das möchte ich jetzt eigentlich nicht riskieren. Die hier bauen nichts. Habe ich das irgendwie mal übersehen? Dann dürfen sie halt noch ein paar Dreadnoughts machen. Ja, drei Stück, dann haben wir wieder eine Flotte zusammen. So. Dann auf in die nächste Runde. Und jetzt geht da wenigstens mal was vorwärts an unserer... ich definiere es mal als Ostfront. Gut. Phaeton. Was können wir denn auf Phaeton bauen? Die haben auch echt null Produktion. Und die haben doch jetzt hier gerade eben Nahrung gebaut. Und das reicht immer noch nicht. Ja, wir haben hier keine Mone. Das nützt uns überhaupt nichts. Was könnten wir denn dann... So, nahrungsmäßig können wir eigentlich überhaupt nichts machen. Sollten wir uns vielleicht auch mal drum kümmern, dass da noch was geht. Wie lange brauchen denn die für einen Dreadnought? Lediglich 36 Züge. Bah, nee, das... Nein. Dann dürfen die... Eigentlich... Komm. Ein Tarnungsstrahler. Dann können wir hier zumindest... Ach verdammt, ich habe mich verschätzt, dass wenn die da unten... Na egal, aber das Tier ist sowieso... Das schaut aus wie so eine kleine Geschwulzbeule. Das können wir mal ein bisschen ausbauen da. Das gefällt mir einfach rein optisch nicht. So. Muss man auch ein bisschen darauf achten, auf die Optik, wie das ganze System ausschaut. Was sollen denn die Nachbarn denken von uns? Schau mal, der kann ja nicht mal richtig sich ausbreiten. Hm? Ja, gar keinen Einfluss. Ah, von wegen Einfluss werden wir haben. Spätestens, wenn wir hier den Orangen da niedergemacht haben. So. Ach, schau, die ist jetzt auch auf Level 12. Was ist denn das hier? Entschuldigung, wenn ich ein bisschen rumschniefig bin. Ein bisschen verschnupft momentan. Genau, ach ja, das waren hier mit den zwei Fähigkeitspunkten. Genau, jetzt könnten wir zwei Flotten bewegen. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Zwei Verteidigung, eins Offensive. Der Tüftler. Oho. Schraubt er selber an den Schiffen rum oder was? Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich von Vorteil ist. Ach, und schau, das geht hier auch relativ schnell mit dem Planeten. Gut, dann könnten wir jetzt... was? Doch, Garno, genau, da muss ich hin. Diese Flotte nehmen und dann schicken wir die gleich mal darunter. Wollen jetzt ist gefährlich, wir schicken die erstmal nur hierhin als Verteidigung. Und dann die hier weg zum Erkunden. So, dann dürften die aber eigentlich auch gleich noch eins bauen, dass wir die wieder zusammenführen können zu einer ganzen Flotte dann. Und dann dürften wir eigentlich vom Militär her relativ gut vorwärts kommen, wenn wir schon mit den paar Schiffen schon 25% hatten. So, Moment, jetzt haben wir hier Pollux. Werde ich wahrscheinlich spezialisieren müssen, genau. Und zwar auf Geld. So, Moment. Ach, das schaut ja schön aus. Das Grün sticht richtig schön hervor. Muss man lassen. So, hier darüber. Gut. Da muss ich trotzdem mal... Genau, was ist hier jetzt? Immer noch 25%. Also das eine Schiff hat es jetzt aber nicht rausgerissen. Deswegen wundert mich das jetzt ein bisschen, dass das vom Militär her trotzdem... Wie haben wir denn 25% zusammenbekommen? Wahrscheinlich... Nee, ich habe keine Ahnung. Nein, wir wollen immer noch keinen Waffenstillstand. Gehört immer noch kein gescheites Deutsch. Keine halbwegs vernünftigen deutschen Sätze zumindest bilden. Alter, ist ein Verkehr, ist da. Gelenkte KI-Datenverarbeitung. Boah, 17 Züge, oha. So, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Plus 10 Sensorreichweite im Sternsystem. Plus 25 Einflussbereich im Sternsystem. Und... Ja gut, Verteidigung aller alliierten Gebiete, ja, für die Schiffe. So, die haben jetzt das hier.
36 Runden ist mir viel zu lang. Gut, dann könnten wir vielleicht trotzdem. Bringt uns alles nichts. So, haben sie sich jetzt. Oh, nee. Ach, ich habe schon wieder verschaut. Ja, doch, es ist auf jeden Fall deutlich mehr geworden. So. Dann, trotzdem schnell in die nächste Runde. Ich möchte jetzt endlich mal hier wissen, was der hier noch alles an für Planeten hat. Und was sich da noch lohnt zu holen. Ach, und wir schauen an, wir sind in der Runde 200. Wie schön. Und trotz Belagerung breitet er sich hier irgendwie in seinem Einflussbereich aus. Finde ich auch toll. Woher kommt denn... Oh, hast du mich aber gerissen mit dieser bedrohlichen Musik. Vor allem, weil das Schiff hier auch noch genau in dem Moment vorbeigeflogen ist. Habt ihr das gehört? Ich hoffe, ich habe die Musik nicht zu leise. Ach. Vielleicht lag es auch daran. Oh, oh. Darf ich euch denn was anbieten? Ein Tässchen Tee vielleicht? Vielleicht auch einen kleinen Planeten? Was möchtet ihr denn? Ich biete euch an. Hier kommt Technologie. Interessiert sie nicht. Hier, Militär interessiert sie auch nicht. Aber es ist schon mal schön zu sehen, was sie alles nicht haben. Wenn ich jetzt sage, okay, ihr kriegt hier Rad. Das wollen die auch nicht. Ich glaube, ich habe hier gerade ein ernsthaftes Problem. Hass. Ach komm. Minus 200 aufgrund von Krieg. Ja, wer hätte es denn gedacht? Ich habe mit der Scheiße hier nicht angefangen. So, was mache ich jetzt? Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, ich kann meinen Feldzug hier unten langsam vergessen. Jetzt ernsthaft, das mag. Was mache ich denn jetzt? Ach nee, der will jetzt hier nicht ernsthaft übernehmen, oder? Was braucht denn der hier noch? 4 Runden? Kostet auch 1400. Okay. Ach, hat sich auf Hass geändert. Wäre mir fast nicht aufgefallen. So, dann fliegen die jetzt trotzdem mal hier runter. Ressourcenmonopol. Nee, das. Flucht. Ich will fliehen. Ach, jetzt habe ich auch noch manuell gemacht, ich Idiot. Ich glaube, so rumreißen, dass wir das gewinnen, kann ich jetzt nicht mehr, aber vielleicht gehen wir ja mit einer halbwegs guten Bilanz daraus, wenn ich sage, wir machen Barriere und dann Strahlenschaden und dann das hier. Komm, bitte lass uns das schaffen. Ah, nein, er hat uns geschlagen. Oh nein. Und mit was schießen denn die? Ah gut, immerhin haben wir schon mal eins von denen kaputt gekriegt. Ja, gut, die Zerlegung ist aber auch ganz schön. Oh je. Ach so, von denen sind schon 3 kaputt. Für uns 2, ja, wir haben... Nee, das wird auf keinen Fall was... Komm, vielleicht haben wir noch hier eine Rakete unterwegs oder so, dass wir... Nein, nichts. Gar nichts. Blöd. Mist. Ich hätte auch damit rechnen können, dass dann gleich ein 5000er Trupp steht. Die hatte er ja vorher nicht gehabt. Gut, ich glaube, dass... Ich glaube, unser Schicksal ist besiegelt. Ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. Ich wüsste nicht, was wir da jetzt noch groß machen sollen, wenn der Blaue hier bei uns einfällt. Also. Das Schlimme ist ja, wenn ich jetzt hier ein neues Spiel anfange,
und sich an der KI nicht viel geändert hat. Ich habe da einfach schon so eine eingefahrene Spielweise, dass das, ja, Pech haben, wahrscheinlich wieder genauso enden wird. Aber zumindest würden wir mal was von den neuen Rassen sehen. Was auch nicht unbedingt verkehrt wäre. Nein, ich fliege jetzt bestimmt nicht darunter. Ach! Moment. Hab ich jetzt den blauen bekämpft oder den grünen? Schon den blauen. Ja, nicht den blauen. Doch. Ach, doch, der blaue. Ja, ach so. Haha. Jetzt verstehe ich's. Deswegen. Das war gar nicht die orangene. Ich habe jetzt irgendwie blau mit orange verwechselt. Es tut mir leid. Soll nicht glauben, aber es passiert. Soll's nicht glauben. Okay, und der fliegt hier aber auch schon ganz fröhlich vor sich hin. Was haben wir denn hier? 34.115. Wie viele Schiffe sind das? 2. Ob wir das mit dem einen Dreadnought schaffen könnten? Weil jetzt sagen wir, tun die hier, die hier zuweisen. Komm, das probieren wir jetzt doch einfach mal. So sagen wir, fliegen da runter. Wobei das zu opfern ist natürlich auch wieder so eine Sache. Aber immerhin hätten wir den Planeten hier gleich. Ach, schau. Jetzt kommt er hier angerotzt. Jetzt verlieren wir bestimmt gleich noch ein Schiff. Nein, ich sehe es kommen. Ich hätte jetzt fast gesagt, wer hoch steigt, wird tief fallen, aber wir sind noch nicht mal wirklich hoch gestiegen. Cygnus. Da könnten wir 17 Runden. Ja, komm, nee, das bauen wir jetzt. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne richtig Schlimmes. Aber irgendwie entscheiden kann der sich hier auch nicht, wo er denn hin will. Komm, vielleicht haben wir ja einen Heimvorteil. Haben wir nicht? Moment. So könnten wir. Was machen wir denn da? Komm, von allen noch ein bisschen was drauf. Genau, das ist bloß wieder Ressourcen, die freigegeben sind. Ja, schaffen wir das? Schaffen wir das nicht? Ach komm, volles Risiko jetzt. Manuel. Ich bin hier gespannt. Gut, dann gehen wir hier erstmal wieder auf Barriere. Ich hoffe, das war jetzt nicht verkehrt. Und dann effizientere Schilde. Dieses eine Riesenschiff, das einsam das System verteidigen muss. Ach, schau an, wir haben es geschafft. Sehr schön. Also ich glaube, der Sieg ist uns gewiss. Das war schon mal ein ganz guter Start auf jeden Fall. Ja, komm. Der erste Treffer und gleich fast vernichtet. Ich glaube, dass der jetzt richtig sauer wird. Aber man sollte die Dreadnoughts wirklich nicht unterschätzen. Die haben halt doch eine berechtigte Feuerpower. Gut. Hat natürlich auch ganz gut Erfahrung gegeben. Hoffe ich mal. Hätte ich mir jetzt natürlich auch anschauen können, aber habe ich irgendwie vergessen. So, wenn ich jetzt hier runterfliege. Ach, schau an. Der kann ja gar nichts hier. Und da fliegt auch noch einer rum. Da könnte man eigentlich gleich mal den Planeten hier auch befreien. Und wenn man hier steht, hier stehen 1000. Da stehen 2000. Also rechnerisch dürfte man das ja schaffen. Ich hätte eigentlich auch. Nee. Ich glaube, auf automatisch wäre. Naja. Ich mach's lieber manuell. Jetzt wird es doch jetzt richtig interessant. Das ist doch mal schön, ein bisschen selber was zu machen. So, effizientere Schilde. Und dann machen wir kinetischen Schaden mehr. Und dann machen wir hier eine adaptive Strategie.
Angepasste Strategie. Oh, okay. Ist jetzt auf Deutsch, Entschuldigung. Ich habe hier die alten Begriffe noch drin. So. Effektiv hat es nicht viel gebracht. Außer, dass wir... Na doch, nee, der nimmt deutlich mehr Schaden. Ich hätte mal gesagt, unsere Waffen machen doch wesentlich mehr Schaden als seine. Was mich jetzt echt wundert. Vielleicht haben wir doch gar nicht mehr so schlechte Karten. Ja, ich meine, so schafft man es natürlich auch, den seinen Flotte zu minimieren, wenn da immer bloß einzelne Schiffe irgendwo rumeiern. Das soll jetzt mal nicht unser Problem sein. Gut, die sollen sich jetzt erstmal reparieren. Und... Ist jetzt der Grüne auch mit dem Orangen im Krieg? Ach nee, der war ja, glaube ich, schon mit dem. Genau. Gut. Dann hätte ich mal gesagt, wir lassen die Flotte erstmal noch hier stehen. Bis dann noch einer kommt und holen uns dann hier das nächste Schiff noch mit her. Ich bin ja momentan noch ganz froh, dass der Grüne uns noch in Ruhe lässt. So, das Schiff hatte ich ganz vergessen. Also wenn der Grüne jetzt auch noch kommt, dann ist Sense, dann ist Schicht im Schacht hier. So, jetzt ist natürlich... Ach, na gut, 34. Den packen wir schon. Das sollten wir gerade noch hinkriegen. Energie haben wir wahrscheinlich noch genug, ja. Oha, jetzt wird's echt heikel hier. Ich bin ja froh, dass wir noch keinen Planeten verloren haben. Im Gegenteil, wir kriegen sogar gleich noch einen dazu. Aber auf Rat da oben sehe ich gerade, schaut's auch schon vom Einfluss hier echt mau aus. So. Produktionsfenster öffne dich. So, auf Nerdy haben auch was gebaut. Und da... Waffenstillstand? Nein, machen wir nicht. Jetzt wollen wir die Planeten fast haben, bestimmt nicht. Ach schau, und da ist er weg. Das ist sehr schön. Na gut, ach, dann ist die, hätte ich auch da unten lassen können, aber... Gut, 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 gut. Ist die Frage, was machen wir jetzt mit dem unseren verstreuten Flotten hier? Eigentlich sollten wir hier unten irgendwie auch noch weitermachen. Wir können ja mal da hochfliegen. Schätze mir nicht, dass hier der Grüne ist. Oder der Blaue. Da sollte man da vielleicht ganz sicher sein. Aber es ist sicher, ich habe jetzt irgendwie nicht bedacht, dass da vielleicht eine Flotte stehen könnte, die uns vernichten kann. Oh Mann. Habe ich denn nur meinen Kopf heute? Ah. Kann ich den anhalten? Nee, kann ich auch nicht. Mist. Ach, schau, aber da ist keiner. Das ist schön. Dann können wir hier zumindest mal sagen, wir nehmen uns den Planeten auch noch. So, auf alter Ihr. Es ist wieder ein. Es ist wieder ein Redner fertig. Ging mir irgendwie gerade nicht so wirklich über die Lippen, das Wort. Sehr gut. Gut, sehr schön. Ach, schau. Und da ist jetzt der... 1181. Wie viele Schiffe sind denn das? 4. Nee, ja, nee. Das sind bloß... Das hat bloß eine 4er Stärke. Wenn ich jetzt dahin fliege, weiß mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleibt. Gar nicht schön. Aber ich muss ihn noch nicht angreifen. Okay, das ist gut. Man braucht ihn hier gar noch. 4 Runden bräuchten die noch. Vom Geld her machen wir noch Plus. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Dann könnten wir vielleicht mal uns zwischendrin ein Schiff kaufen, falls wir es echt nötig haben. Weil ich glaube, wir werden es sogar nötig haben demnächst. Weil bis wir hier die Planeten, wenn wir die Planeten hier übernehmen, das dauert auch noch ein ganzes Stück, bis die wirklich zu uns überlaufen. Und mal was an Gewinn abwerfen, was sowohl Produktion, Forschung etc. Und vor allem Geld. Da müssen wir dann schon schauen, dass wir da das irgendwie anderweitig hinbekommen. So. Die dürfen... Wieso haben die hier noch keine Spezialisierung?
Okay. Da hat man noch ein Kolonieschiff hier irgendwo gehabt. Da. So. Ah, kommt alleine nicht an. Okay, da steht ein Orangener. Okay. Den habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Aber da könnte man doch eventuell darüber fliegen. Hehe. So. Ich traue mich jetzt nicht, die hier anzugreifen. Da haben wir ja noch Zeit, bis der Planet von denen übernommen wird. Also, das kriegen wir auf jeden Fall hin, bis das nächste Dreadnought-Schiff fertig ist. Es wird spannend. Spannend. Wird spannend zu verlieren. Also nicht, dass ich hier irgendwie pessimistisch eingestellt bin, aber ich meine, die Chancen stehen doch schon echt schlecht, oder? Eine enorme Verbesserung der Baueffizienz auf Justium 3. Okay. Ja gut, ich glaube, die haben es auch nötig gehabt. Ja, Ressourcen, bla bla bla, pipapo, kennen wir alles. So, dann nehmen wir jetzt den Planeten hier noch. Oder einen von den Planeten. Großarktisch. Dann tun wir gleich noch eine Spezialisierung draufsetzen, dass ich das nicht wieder vergesse. Und am besten Wissenschaften dann den Mond erforschen. So, jetzt ist er natürlich abgehauen. Bis wir jetzt da oben sind, dauert das natürlich ewig. Klasse. So, das dürften wir in den nächsten 2-3 Runden auch haben. Und da dürfte man jetzt auch gleich noch einen Dreadnought bekommen und dann können wir den hier zumindest mal vertreiben. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das hier belagert wird. Ich denke mal nicht, dass unser Schiff hier repariert wird. So, auf Rad haben wir was fertig gebaut, das ist auch gut. Dann könnten wir jetzt hier. Ach, die müssen immer noch Geld machen. Das ist einer der Planeten, der uns echt Geld kostet. Hier, Tarnungsstrahle wäre vielleicht ein schlechtes, die ein bisschen mehr Einfluss entwickeln können. Gut, das Schiff ist leider noch nicht fertig. Was haben wir hier? Ah, ich glaube, das dauert sogar länger als 2-3 Runden. Mist. Schauen. Oha, jetzt haut er aber rein hier. Oje, oje. Das hatte ich jetzt aber so nicht gedacht. Auf Gano ist ein Dreadnought fertig. Das ist sehr schön. Wie lange brauchen denn die 5 Züge? Das möchte ich aber trotzdem mal schnell bauen, dass wir ein bisschen mehr Einfluss bekommen. Was wahrscheinlich noch unbeliebter macht. Weil ich eigentlich dafür bin, dass man ab gewissen Einflusswert dann schon wieder fast, beliebter sein, na gut, beliebter sein sollte, weil wir ja dann einfach Einfluss repräsentieren, aber ich glaube einfach dadurch, dass sie so viele Punkte haben, ist das wiederum hinfällig. So, jetzt greifen wir die trotzdem an. Ach komm, das können wir jetzt mal automatisch machen. Ich hoffe bloß, dass das unser eines halb kaputtes Schiff das überlebt. Ja, sehr schön. Nein, immer noch kein Waffenstillstand. Bei uns läuft es noch gut genug, als dass wir uns das leisten können, mit 2 Parteien im Krieg zu sein. Okay, ansonsten hat er... Ach, schau an, der stänkert unseren Heimatplaneten an. Diese Ratte. 1500. Also wenn wir es geschickt machen, kriegen wir es hin. So, ach, und hier ist er jetzt... Ne, der ist da oben noch unterwegs, okay. Wart nur, wenn ich da bin. Huhu. Kannst du hier mit deinem Stärke 35 Schiff aber einpacken. So. Nur schnell die nächste Runde machen. So. Und hätte ich mal fast gesagt... Moment, was haben wir hier noch für Meldungen? Wir haben einen leeren Mond und wir haben... Na... Ist denn da jetzt? Wir haben hier noch Produktion fertiggestellt. Man sieht schon, im Laden hat er jetzt ein bisschen Probleme. Seit dem neuen Patch.
Gut, 6 Züge. 4 Züge, das können sie auf jeden Fall machen. Dann das hier. Da auch nur 3 Züge. Was haben wir noch? Auf Rad. Genau, das haben wir fertig gebaut. Dann könnten sie fast hier noch ein bisschen was tun. Ach, schau an, das bringt jetzt aber doch wirklich viel. Dann hätte ich gesagt, ob wir diesen Planeten hier einnehmen noch und vor allem diesen Planeten und ob wir es schaffen, den Blauen zu besiegen, das sehen wir alles in den nächsten Folgen dann. Damit verabschiede ich mich dann erstmal wieder. Tschüss.